Wir schauen uns mal was komplett Neues an, und zwar Angry Upvote. Ein Subreddit, das eigentlich nur überzogen ist mit schlechten Witzen. Und ich dachte, komm, wir schauen uns das einmal wenigstens an, weil man sowas mal erlebt haben muss im Leben. Deswegen, falls es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Doktor, welches Knie tut denn weh? Ich. Das. Das hier, das hier. Ich sag ja, es ist besonders, und zwar besonders dumm. Das ist wirklich das ganze Subreddit. Mozart, Cinderella, Mozzarella. Es wird halt auch nicht besser. Deswegen, falls ihr mehr wollt, lasst es mich wissen. Point 1. Wo ist der beste Platz, während eines Erdbebens zu stehen? Point 2. Bei einem Türrahmen, einem Auto, unter dem Bett? Und ich als Intellektueller? Ey, wenn du das dann überlebst, hast du gewonnen. Wortwörtlich. Also eigentlich, ich muss zustimmen. Guter Platz. My Hotkeys. Ey. Schnell, lösch das Feuer, bevor sie die Kontrolle verlieren. Ey, das ist... Es ist aber auch wirklich schlimm, ne? Und warum brennt dein Laptop? Was hast du gemacht? Ich hätte Angst. Aber erstmal ein Foto machen. Wichtig. Für diesen einen Joe. Im Notfall brennt ein Wachsmalstift für 30 Minuten. Wie lange brennen sie, wenn es kein Notfall ist? Die wirklich wichtigen Fragen, ne? Ja, wie lange? Lasst es mich gerne wissen. In den Kommentaren. Ang. Boomerang. Ach so, wegen Boomerang. Oh mein Gott. Mir ist der Witz nicht mal richtig aufgefallen. Ich dachte zuerst, die meinen Boomerang, aber nein, Boomer. Das macht's nur schlimmer, ne? Ein Restaurant in Japan versucht das alleine essen gehen zu gehen, etwas nicht so unangenehm machen zu lassen, indem sie dir ein riesen Plüschtier geben. Sollen wir ein Dessert bestellen? Nein, danke. Ich bin voll mit Butter. Vor allem dieses Gemälde. Ich würde da essen gehen. Also speziell alleine, damit ich den Kerl bekomme. Also ich finde die Idee dahinter cool, weil dann würdest du eher mal alleine essen gehen wahrscheinlich. Mut. Das hat's wahrscheinlich gemacht. Das Schöne am Englischen. Nur im Englischen kannst du so einen dummen Joke bringen. Aber ich hätte auch die Stimmung. Ich würde gerne mehr sein. Es wird nur schlimmer. Leute mit ADHS oder ADHD. Was stoppt euch vom Upgrading zu AD4K? Ich finde diesen Emote mit dem Facepalm super. Der passt dazu. Schrödinger. Ja, so ist die Schrödingers Katze. Genau das ist das. Danke. Was ist die am wenigsten gesprochene Sprache der Welt? Zeichensprache. Also, I guess? Ja? Wahrscheinlich sogar in beiden Sinnen. Ich habe Stunden damit verbracht, Aluminium, Schweißdraht oder Draht zu einer Kettenhemddecke zu machen. Warum? Weil ich etwas Gewicht mag und so schläft es sich kühler. Und dafür ist Aluminium anscheinend perfekt. Bro is getting a good night's sleep. Also Bro bekommt einen ritterlichen Schlaf. Kann man auch nur in Englischen sagen, ne? Good nights. Nur weil das K auch noch so stumm ist. Parken reserviert. Grünes Fahrzeug. Grünes Fahrzeug, das schaut aus wie so ein Schreckfahrzeug. Vor allem mit den Seitenspiegeln. Ihr sagt mir, dass ihr das auch gesehen habt. Und jetzt frage ich mich, ist das echt oder ist das nicht echt? Warum für grüne Autos? Was denkst du über meinen neuen Haarschnitt? Wo sind deine Ohren? Ha? Was hast du gesagt? Wo sind die Ohren? Hat der Friseur ein bisschen zu viel wegrasiert? Ich glaube, ich würde mich an deiner Stelle mal beschweren. Aber es könnte auf taube Ohren fallen. Ich kann mich nur diagonal auf diesem Boden bewegen. Wegen Bishop und Schach. Dankeschön. Also, viel Spaß. Solange keiner vor dir oder so steht, sondern immer nur diagonal, bist du safe. Du kannst eine Person aus dem Gedächtnis aller löschen. Welche wird es? Ich habe es schon gemacht. Bitteschön. Dankeschön. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wer das war. Dieser Kerl hat einen Song gemacht und ist dann weg gewesen. Wer zur Hölle ist das? Somebody that we used to know. Jemand, den du kanntest. Ein guter Song. Aber ich habe nach dem einen Song auch nie wieder was von dem gehört, habe ich das Gefühl. Der Song ist einfach sein Leben gewesen. Ich habe gerade meine Mikrowelle auf die Seite gedreht und er liebt es. Ey, das ist aber auch eine glückliche Mikrowelle. Der macht dein Essen gerne warm und wahrscheinlich mehr. Je nachdem, wie lange er das machen darf. Eine Axt wurde 6000 vor Christus erfunden. Leute, in 5999 vor Christus. Dieses vor Christus, ich musste kurz überlegen, aber das macht Sinn, ja, dass sie dann eine Axt benutzen. Es wurde ja schon vor ein Jahr erfunden. Eine neue Spezies von
einer gigantischen Wespe. Also ich will die niemals in Deutschland haben, wenn ich das sehe. Ey, das ist der dümmste Jumpscare, den ich je gesehen habe. Es ist so schlecht. Ich liebe es. Ich habe heute aus Versehen Deodorant in meinen Mund gesprüht. Und immer, wenn ich jetzt rede, habe ich so einen komischen Akzent. Ach so, wegen X und Scan-Cent. Es sind echt schlechte Witze, muss ich gestehen. Es gibt ein Land in Afrika, das mit jedem Buchstaben des Alphabets beginnt. Der Buchstabe K und dann... Bist du dumm, dass du Kenia vergisst? Oder bin ich dumm, weil ich es nicht verstehe? Und dann natürlich der OP. Ken, ja, suck on these nuts. Alles nur für einen Joke, ne? Der Joke hat mehr Upvotes bekommen als der normale Post. Weil alle in diese Kommentare gegangen sind, um zu schauen, was die damit meinen. Oder was er damit meint. Ein super krasses Cosplay von Alison Tabitha. Ich hätte niemals erwartet, dass das überhaupt eine Frau ist. Und dann kommt das Bild rechts. Wunderschön. Das würde man auch niemals erkennen, wenn man den Joker da sieht. Der Sinn des Lebens ist es, jemanden zu finden, der dich ganz macht. Wie der Kerl hier. Also, anscheinend musst du nicht mal etwas Lebendes dafür finden. Positiv sehen? Hm? Freund, kannst doch niemals einfach ein Wheel of Fortune Puzzle einfach so komplett lösen, ohne dass da ein einzelner Buchstabe ist. Ich find's toll, dass wir gerickrollt wurden. Never gonna give you up, never gonna let you down. Natürlich. Immer wenn du im Internet irgendwie denkst, dass du es nicht verstehst, ist es irgendwie gefühlt so ein Rickroll oder irgendwas anderes richtig altes, dummes. Ein Tennisfeld auf einen Dubai Tower. Nee, da würde ich niemals spielen. Es braucht schon eine Menge von Bällen, da Tennis zu spielen. Es stimmt aber auch. Jeder Tennisball, den du nicht erwischst, da ist ja gar kein Netz dran. Fliegt einfach runter. Und was ist mit dem rechts? Warum fliegt der? Hä? Warum fliegt der mit dem roten Anzug da? Lollis sind so komisch. Du aromatisierst deine eigene Spucke. Oder du würzt deine eigene Spucke und dann trinkst du sie. So kann man es auch sagen. Also, ja. Ich hätte auch leben können, ohne dass du das gesagt hättest. Was wird als erstes voll werden? Keins. Das Wasser ist nicht an. Stimmt. Und sonst eins, dann geht's zu zwei und dann geht's zur fünf. Wenn das Wasser an wäre. Was es aber nicht ist. Außer es ist so stark an, dass das erste voll wird, bevor das überhaupt alles nach rechts fließen kann. Heirate einen Mann, der zuerst sagt, lass es mich mit meiner Frau diskutieren. Nicht, weil er schwach ist, sondern weil er sie respektiert. Heirate niemals einen Mann, der sagt, ich werde das erstmal mit meiner Frau diskutieren. Muss ich auch gestehen, ja. Er ist schon verheiratet. Also... Technisch gesehen würde ich das auch nicht machen. Ein bisschen weird. 280 Wörter auf Twitter? Wir brauchen nur Burger und Pommes. Verdammt, ist das Eiscreme-Emoji auch schon kaputt. Es ist aber erstaunlich, ist es auch wirklich die am häufigsten kaputte Maschine vom McDonald's. Hier arbeitet nur ein Kerl in unserem Department. Also haben wir sein Toilettenschild angepasst. Nicht Man, sondern Ben. Finde ich gut. Ich würde da auch gerne arbeiten, vor allem wenn du eine ganze Toilette für dich alleine hast. Ben ist echt gut bedient für Toiletten. Wenn du in einem australischen Restaurant fertig isst, Restaurant Checkmate? Checkmate. Oh mein Gott. Es sind so richtig schlechte Wortwitze. Die Uhr ist kaputt gegangen und es scheint ein bisschen nach Nein zu sein. Kann man auch nur im Englischen sagen. Wegen neun und nein und nein. Kurz nach neun, ja. Kurz nach nein. Wenn Michael Jackson der König vom Pop ist, wer ist dann die Königin? Ich. Queen of Pop. Also, stimmt. Da hat sich endlich mal ein Name anscheinend ausgezahlt. Sind das tote Pixel? Sollte ich Angst haben? Das schaut eher aus wie ein toter Bug zwischen einem Monitor. Ja. Der Monitor braucht definitiv einen Bugfix. Dankeschön. Bitte gehen Sie. Dankeschön. Gestern habe ich ein Buch gesehen, das heißt, wie man 50% deiner Probleme löst. Also habe ich zwei gekauft. Das würde aber nur 75% deiner Probleme lösen. Ja,
Das stimmt. Weil du hast ja einmal 50%, dann hast du 50% über und das zweite Buch macht die 50% von den weiteren 50%, also 25%. Das ergibt Sinn. Okay, ich bin hier vor ein paar Monaten gewesen und habe das gekauft, aber die Antenne ist schon kaputt gegangen. Kann ich es upgraden auf ein Apple? Der Kerl will sauer sein, aber er kann nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn du da arbeitest und so jemand kommt rein, du würdest es nur witzig finden. Das wird deinen Tag einfach besser machen. Eine traurige Qualle. Du kannst es jetzt nicht mehr nicht sehen. Es ist wirklich eine traurige Qualle. Der Mund und die Augen. Warum wird Camouflage so buchstabiert und nicht was? Es ist eine gute Frage. Warum wird das nicht so buchstabiert? Würde auf jeden Fall mehr Sinn ergeben. Du sollst es ja nicht sehen. Löse das, indem du nur ein Stäbchen verschiebst. 6 minus 4 ist nicht 4. Achso, man soll vom Pluszeichen 1 wegmachen, dass da Minus ist und dann wird das linke zur 8 und dann hast du 8 minus 4. Aber das heißt, es gibt zwei Lösungen und ich finde die untere besser. Für 24 Stunden werden alle Verbrechen legal. Welche Verbrechen wirst du machen oder begehen? Keine, weil sie jetzt legal sind. Logik. Es stimmt, sie sind legal. Ich habe meine Augenbrauen rasiert. Es schaut eklig aus. Ach so, oh nee, da fehlen diese Augenbrauen, die im letzten Bild dann wütend sind. Ey, das ist auch wirklich schlecht, ne? Darauf muss man erstmal kommen. Wie kommen Leute auf 6 und 11? 6 und 0. Du meinst 11? Obwohl, das wäre halt genau das Gleiche. Weil keiner ist davon richtig, hä? Das ist einfach nur ein Kommentarbait. 11 ist eine Spaßantwort. Achso, und dann wird's erklärt, warum 6 geschrieben wird. Und dass es nur dafür da ist, dass die Leute natürlich Aufmerksamkeit wollen. Und dann kommt das natürlich weiter. Okay, wie auch immer. Es ist definitiv 240. Dann kommt das genau Gleiche mit Witzantwort und warum das gemacht wurde. Und dann, wie auch immer, es ist 852. Wie auch immer, es ist Baum. 6? Wie auch immer, es ist 18. 18 ist definitiv die richtige Antwort. Oder ist es? Ich liebe das Internet. Und ich hasse trotzdem solche Posts von Twitter. Diese zwei Kugeln sind kollidiert. Die Chance, dass sowas passiert, ist 1 in einer Milliarde. Sag etwas, das noch unwahrscheinlicher ist. 3 Kugeln, die kollidieren. Du kannst es immer weiterführen. Ich habe die Wörter Jacuzzi und Yakuza verwechselt. Jetzt bin ich im heißen Wasser mit der japanischen Mafia. Okay, gut gemacht. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den Subreddit haltet. Ich weiß nicht, ob man davon mehr machen kann, ob es so viel bietet. Aber wir werden sehen. Und dann lasst gerne ein Abo da.